Hallo, liebe Freunde. Es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder an der Zeit, liebe Freunde. Heute haben wir Unfassbares rausgesucht. Es geht heute um nichts Geringeres als die 10 krassesten Wetten der Welt. Da glaubt mal, liebe Freunde, da kommt was auf euch zu und da geht's weitaus skurriler zu als Springen aus dem Fenster. Hui! Ja. Also, liebe Freunde, heute für euch 10 kuriose Wetten. Ich würde sagen, wir fangen an, liebe Freunde. Gute Wette, ab ins Bette. Nummer 10, alles oder nichts. Liebe Freunde, diese Wette gehört zu der bekanntesten der ganzen Welt. Der Brite Ashley Revel war mit seinem Leben total unzufrieden. Daher hatte er folgenden Plan. Er nahm alles, was er besaß. Haus, Auto, Socken. Ja, hat das schon gecheckt. Also unser guter Ashley nahm sein gesamtes Hab und Gut und wandelte es in Geld um. Er hatte dann $135.000 zusammen und begab sich mit diesem Geld Richtung Casino. Er hatte quasi eine Wette mit sich selber laufen und sagte sich, ich werde mein gesamtes Vermögen auf Rot setzen und habe dann ein köstliches Leben oder ich verliere und werde mich umbringen, wie er seiner Mutter beichtete. Was jetzt passiert, liebe Freunde? Es hätte jeden von uns treffen können, denn er gewann und verdoppelte seine $135.000. Yeah. Von dem Gewinn machte er selber ein Online-Casino auf und lebt heute glücklich und zufrieden in England. Happy End. Nummer 9. Mr. Fatboy. Eigentlich, liebe Freunde, sind ja André und ich für die heftigsten Party-Stories bekannt. Doch dieser Typ macht uns auf jeden Fall Konkurrenz. So ein Hurensohn. Der Rapper John Fatboy Powell hatte auf einer Party folgenden genialen Plan. Er wettete um ganze $5, dass es ihm nichts ausmache, von einem Mädchen, so doll sie möchte, geschlagen zu werden. Die 22-jährige Tiffany Starts akzeptierte dann die Wette und schlug Mr. Fatboy so doll eine rein, dass er auf dem Flur zusammenbrach. Diese Wette wäre bis zu diesem Punkt ja jetzt noch nicht so die krasseste, aber was geschah jetzt? Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass bei Mr. Fatboy eine Arterie im Gehirn geplatzt ist durch den Schlag der jungen Dame und kurze Zeit darauf verstarb. Jetzt hat unser Freund Mr. Fatboy zwar $5 mehr, aber ein Leben weniger. Fatboy, da, da. Nummer 8. All in. Die Russen haben mal wieder zugeschlagen. Unser guter Freund Andrei Kirpov. Ja, wie wird das ausgesprochen? Andrei Karpov. Ja. Krapjov. Andrei Vodka. Also, liebe Freunde, unser guter Freund Andrei Krapjov hatte im Jahre 2007 eine geniale Idee. Als er bei einer Poker-Session maßlos übertrieben hatte und alles verloren hatte, was er besaß, Auto, Haus, Socken, alles verloren hat, liebe Freunde, und nur noch seine Ehefrau hat. Dann setzt man natürlich seine Ehefrau ein. Und so wurde Frau Tatjana Kirikian zum Wetteinsatz der letzten finalen Runde. Und natürlich passierte das, was passieren musste. Er verlor und seine Frau fand einen neuen Besitzer. Aber keine Panik, liebe Freunde, die gute Frau Tatjana Krapjov, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr Krapjov heißt, berichtete Jahre später, dass das das Beste ist, was in ihrem Leben passiert ist und sie mit ihrem neuen Mann endlos glücklich ist. Happy End. Nummer 7. Do it like Ghost Rider. Liebe Freunde, es gibt ja heutzutage die verschiedensten Wege und Methoden, eine Frau anzusprechen oder anzumachen. Wenn André und ich das machen, wenn wir im Club sind, dann klappt das zum Glück das ein oder andere Mal mit normalen Sprüchen. Aber unser folgender Kandidat hat gedacht, ich gehe ein Level up. William Bonner. William Bonner saß gemütlich mit seinen Kumpels in einer Bar und kam zu folgender Wette. Ihr kennt doch bestimmt diese Comicfigur Ghost Rider. Das ist so ein Typ auf dem Motorrad. Ja, so ein brennender Totenkopf. Kennt ihr bestimmt, ich mache ein Bild hier rein. Hallo, ich bin Ghost Rider. Ihr könnt euch also bestimmt erahnen, in welche Richtung diese Wette geht. Um ein paar Mädels in der Bar zu beeindrucken, wettete William Bonner lautstark mit seinen Kollegen, dass er es schaffen könne, zu Ghost Rider zu werden. Jetzt kommt's, liebe Freunde, sie sollen ihm, ich zitiere, einfach ein paar Bacardi-Shots über den Kopf kippen und ihn dann anzünden.
die alkoholisierten Freunde nahmen William beim Wort und zündeten ihn einfach an. Unser Freund William ging in Flammen auf und starb leider. Also da dachten bestimmt alle, wow, ist der hot. Nummer 6. Wiggle, wiggle, wiggle. Jason Flanders. Nee, man hört's nicht, oder? Ja, genau dieser Flanders ist ein echt mutiger Typ. Auf einer Kursfahrt der Oberstufe kamen seine Mitschüler auf die Idee, sich zu betrinken. Eigentlich gar nicht schlimm, aber aus diesem angetrunkenen Zustand entstand folgende Wette. Die Mitschüler wetteten, dass Jason es nicht schafft, mit charmanten Sprüchen seine Dozentin rumzubekommen. Eine Sache, die ein Jason natürlich nicht auf sich sitzen lassen kann. Jason Flanders. Also ging Jason zu seiner Dozentin und baggerte sie ab. Ungefähr so. Wiggle, wiggle, wiggle. Komischerweise landete Jason aber gar nicht bei seiner Dozentin und das vor allen Augen seiner Mitschüler. Auch das kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen, also wurde Jason handgreiflich und griff ihr einfach unter den Rock. Don't stop the rock. Die Konsequenz, die diese Aktion mit sich trug, ganz klar eine Suspendierung von der Schule und Jason verabschiedete sich. Don't stop the rock. Nummer 5. Der Lotto-Sklave. Liebe Freunde, die folgende Wette erinnert mich ein bisschen an unsere Kindheit. Ich weiß nicht, André, hast du sowas auch gemacht? Wir haben früher mal gesagt, wenn du das und das machst, dann diene ich dir ein Jahr lang. Dann mache ich ein Jahr alles, was so, du ja, willst oder so. Ja, dann bist du mein Diener. Ja, genau. Ich mit meinem Bruder, das ja. haben wir immer gemacht. Aber natürlich haben wir das niemals wirklich durchgezogen. Doch! Bei diesem Typen hier hat es geklappt. Unser Freund Derek Taylor war langjähriger Lottospieler, allerdings ohne jemals irgendetwas Erwähnenswertes gewonnen zu haben. Diesmal aber hatte er irgendwie das Gefühl, dass das nicht so bleibt und ließ das auch seine Freunde wissen. Scheint Hellseher zu sein, dieser Derek. Keiner glaubte natürlich daran und einer seiner Freunde kam dann, kam dann auf die geniale Wette, wenn du den Jackpot tatsächlich dieses Mal knacken solltest, dann werde ich dir ein Jahr lang in allen Bereichen, die du von mir verlangst, dienen. Und boom, Mr. Taylor gewann den Jackpot von 200.000 US-Dollar und war damit um einen treuen Sklaven reicher. Jason! Nee, wie hieß denn der? Wie heißt der? Da kommt mir das Mittagessen hoch. Liebe Freunde, hier ein Paradebeispiel, was passieren kann, wenn Jugendliche zu viel Langeweile haben. Andere machen einen YouTube-Channel auch aus Langeweile, aber andere machen Folgendes. Wir fanden eine Story, die sich um 5 Jugendliche drehte, die anscheinend zu viel Jackass geschaut haben. Das habe ich aber auch früher auch mal geguckt. Aber nicht zu viel. Es wurde darum gewettet, dass einer der 5 sich nicht traut, die Pizza... Warte, das ist kompliziert, jetzt müsst ihr echt zuhören. Dass einer der 5 für 30 Euro sich nicht traut, die Pizza, die von den anderen 4 Leuten gegessen und wieder ausgebrochen wurde, zum Notieren, wir haben eine von 4 Leuten gegessene, ausgebrochene Pizza, die dann einen Tag ruht, liegen gelassen werden muss, um dann von ihm gegessen zu werden. Kurze Geschichte, kurzer Sinn, liebe Freunde. Diese Geschichte endete nicht tödlich, aber in einem Krankenhaus und zwar mit einer Salmonellenvergiftung. Ich glaube aber, man hätte das doch einfach so klären können. Hey, ich wette, du überlebst es nicht, wenn ich dich mit dieser Knarre hier abschieße. Doch, klar. Okay. Nummer 3. Die wahre Miley. Oh oh, liebe Miley, Inspektor André und Inspektor Jan packen ein paar Geschichten aus deiner Vergangenheit aus. Jetzt bist du da. Im Jahre 2007 traf ein gewisser Stephen Baldwin unsere liebe Freundin Miley bei einem Dinner im Weißen Haus. Erinnert ihr euch noch damals an die Zeit von Hannah Montana? Also, weißt du noch? Da wo Miley noch so eine Unschuldige war, ne? Das weiß ja noch jeder. Mr. Baldwin schien so scharf darauf zu sein, unbedingt eine Gastrolle in der Serie Hannah Montana zu haben, dass er mit Miley wettete, wenn du mir eine Gastrolle für deine geile Serie verschaffst, dann tätowiere ich mir Hannah Montana auf den Körper. Miley sagte, yo, das machen wir, und um sicher zu gehen, dass er seinen Wetteinsatz tatsächlich auch bekommt, zeigte Baldwin auf einer öffentlichen Veranstaltung sein frisch gestochenes Hannah Montana Tattoo allen Leuten. Doch was geschah dann? Miley hielt sich nicht an ihre Abmachung. Die Serie Hannah Montana wurde kurzer Zeit abgesetzt und Mr. Baldwin mit dem Tattoo bekam niemals seine gewünschte Gastrolle. Oh. Das ist sehr traurig. Nummer
Goat Simulator. Kurz vor dem Finale wird's nochmal richtig krank. In Louisiana wetteten zwei Freunde wieder mal im Rausche der Nacht um Folgendes. Sämtliche Drinks der nächsten Party gehen auf die andere Person, wenn der andere sich traut, in den Stall eines Bauern zu gehen und dort ein Schaf zu f***en. Laut Aussage des Bauern war der Geräuschpegel dieser Aktion so laut, dass er auf diese Aktion überhaupt aufmerksam wurde und die Polizei rief. Die Polizei ritt dann natürlich sofort ein und nahm die beiden fest. Ich frag mich, wie sich der Höhepunkt wohl angehört hat. Nummer 1. Brian. Das Finale. Brian Zembeck wettete mit einem befreundeten Pokerspieler, dass er sich für $100,000 ein Jahr lang Brüste implantieren lässt. Also das nenne ich schon surreal genug, liebe Freunde. Aber das geht noch besser. Brian, du kannst es noch besser. Brian, komm. Trau dich. Der zuständige Arzt war anscheinend ebenfalls ein Zocker, denn unser Freund Brian zockte mit ihm um $4,500. So teuer war die bevorstehende Titten-OP. Und er gewann. Was für ein heftiger Typ. Und jetzt kommt die Krönung der Story, liebe Freunde. Denn als das Jahr um war, gefiel ihm die Brüste doch ganz gut und er behielt die Brüste sein Leben lang. Mittlerweile sind über 18 Jahre vergangen und Brian hat seine Titten immer noch. Tittastic! Liebe Freunde, das war's hier heute schon wieder von der Crime Time, liebe Freunde. Ich hoffe natürlich und der Jan auch und der Rest der Welt auch, dass ihr Spaß hattet. Genau. Falls das so sein sollte, zeigt es uns da unten wieder mit einem Daumen hoch. Ein Däumchen, da gibt's einen Daumen hoch, Alter. Ihr wisst es. Ich wette, ihr traut euch nicht, hier einen Daumen hoch zu geben. Wir sehen uns, wie ihr das kennt, am nächsten Sonntag jetzt schon zu Let's Draw oder am nächsten Freitag zur nächsten Crime Time, liebe Freunde. Oder auf unserem Zweitkanal, Crime TV, wo wir es wirklich schaffen, jeden Tag ein Video zu machen. Liebe Freunde, bis dahin. Oh.